So, jetzt sind wir also beim Alkostand und da ist Prominenz, sehe ich da gerade im Hintergrund. Da hat sogar einen Anwalt, den kennt ihr wahrscheinlich und da versuchen wir mal, den vor die Kamera zu bringen. Ganz kurz. Entschuldigung, da hat es eine berühmte Person. Na, berühmt nicht, vielleicht Hallo. Bekannt. Das ist immer das Einzige. Ein Anwalt, was macht der bei Alko? Was macht ein Anwalt bei Alko? Der informiert sich jetzt gerade über Gartentechnik. Denn der Anwalt hat auch einen Garten und offensichtlich sucht der Anwalt auch vielleicht einen Sitzrasenmäher. Und eine hübsche junge Dame hat mir gerade darüber berichtet, dass Alko sowas macht. Und das suchen Sie hier, wo die Wohnmobile und Camper und alles hier vereint sind? Ich habe der jungen Dame vorhin gesagt, ich bin eigentlich blind. Ich habe nämlich keine Ahnung gehabt, was Alko alles macht. Und sie hat mich dann darüber aufgeklärt. Gut, da gibt es aber solche, die ja ganz autonom, ohne da drauf sitzen. Der macht das ja alles selber, der Roboter. Also warum wollen Sie da drauf sitzen? Weil ich dann vielleicht meinen Sohn dazu bekommen würde, den Rasen zu mähen und den Vater zu entlasten. Und das muss natürlich Spaß machen. Aber der Roboter macht es ja ohne Sohn und das hat ja... Aber so ein bisschen Tätigkeit für den Sohn ist ja nicht schlecht. Gut. Also, der Anwalt weiß, was er will. Und da ist er bei Alko natürlich richtig. Das hofft er sehr, der Anwalt. Also, wir machen nochmals kurz einen Nachtrag. Er möchte sein Produkt noch erklären. Also. Nee, er ist serviceorientiert. Und wenn der Wohnmobilist eine rechtliche Frage hat, dann kann er die per Video oder aber in Schriftform an advopedia.de senden. Einmal advopedia.de aufmachen und dann kriegt man vielleicht die Frage, vielleicht, wenn die mehrere interessiert, sogar umsonst beantwortet. Sogar. Blenden wir dann ein, ha? Das blendet ihr dann nochmal ein. Mhm. Gut, besten Dank für die Auskunft. Und noch was anderes, Sie sind ja nicht alleine da. Da hat es einen Freund, Kollege oder irgendwas, der hat auch was mit Alko zu tun. Und da schwenken wir darüber, was hat er mit Alko zu tun? Ja, wir sind ein Fahrzeughersteller. Name? König Trailer. Und wir verbauen ausschließlich die Alko-Komponenten, die Fahrwerkskomponenten. Gut, und jetzt haben Sie gedacht, wenn ich an der Messe bin, besuchen wir den Alko-Stand. Ja, genau, tut immer gut. Gut, und dann nimmt man den Kollegen gleich den Anwalt mit. Ja. Gell? Dann fühlt man sich sicher. Sicher, so ist es. Und darf sagen, was man will. Jawohl, genau. Gut, vielen Dank für die Info. Ja, komm, danke.